Es ist fraglich, inwieweit die Heptarchin Demiona den ihr zugefallenen Splitter der Dämonenkrone beherrscht und inwieweit sie von ihm beeinflusst wird, denn zumindest in ihrer Vergangenheit trat sie eher als gläubige Anhängerin der Herren Isinde auf, die zur Herren Raya oder deren Zerrbild keine allzu große Nähe zeigte. Bei ihrem missglückten Thronraub im Zar 28 Hal erschien sie allerdings bereits in einem Wagen, der von zwei Larans Dämonen gezogen wurde. Ihre extreme Affinität zu Belkelel erscheint eigentlich in dieser deutlichen Form erst gegen Ende des Jahres 28 Hal, als sie bereits im Besitz des Splitters war. Ende Raya proklamierte sie die Belkelel als wahre Natur der Göttin Raya, praktisch zur herrschenden Staatsgottheit, deren Verehrung obligatorisch wurde. Analyse der Spektabilität Olorant von Gareth Rotenfels, Schule der Austreibung zu Perikon. Ah, da seid ihr ja endlich. Halbe Stunde, hm? Ja. Ich muss noch etwas holen. Diamantes liegt etwas in verschiedenen Tüchern verpackt auf einer der freien Flächen. Da schiebt noch eine Tinktur beiseite, um das auf den Tisch zu stellen. Hier, die habe ich mir in Koslik anfertigen lassen. Habe sie mir bisher nur einmal angeschaut, aber schaut euch das nur an. Und raus aus den aus der Verpackung holte eine silberne Halbmaske mit ausgesperrtem Mund und welche direkt bis zum Ohr ragt, noch über das Ohr hinaus. Scheint so, ja, wenn man sich das anschaut, scheint man Diamantes Gesichtform da auf jeden Fall aberkennen zu können, als wäre das mit einer Wachsform gemacht worden, extra für ihn. Sehr horasisch, wenn man so meinen möchte. Ja, das ist Silber. Hat ein wenig gekostet. Das denke ich mir. Was genau habt ihr damit vor? Zum einen ist euer Gesicht nun wirklich nicht so sehr entstellt, möchte ich meinen. Und zum anderen, das ist nicht sehr gewagt. Es geht nicht um die Entstellung. Ich habe kein Problem, Narben offen zuzutragen, aber ich bin schon mit vielen Seefahrern gereist und einige von denen hatten auch Verbrennungen, Brandmale. Und Seeluft tut denen auf lange Zeit nicht gut. Vielleicht können wir da dann auch etwas machen. Sehen wir uns erstmal den Drachenschlund an, hm? Ja, das scheint ein wenig zu kleben. Ich habe noch ein wenig dran gezogen, aber ich glaube, das wird schmerzen. Macht es einfach kurz und schmerzlos. Dann reiße ich kurz und vermutlich schmerzvoll den Vermand ab. Ja. Ja, wie angenommen. Sehen wir dann mal, dann ziehe ich den Drachen schon raus und schaue, ob der sich irgendwie verfärbt hat. Höchstwahrscheinlich nicht, weil die Werwolf-Dinge nicht mehr, beziehungsweise die Wehrfähigkeiten, die Lykantropie wurde ja entfernt. Wenn er den Fluch ausgesaugt hätte, hätte er sich eigentlich verfärben müssen. Sagt zumindest der Eintrag in diesem Buch hier. Andererseits sieht er leicht anders aus, oder? Werfen wir das erst einmal vor und ich schmeiß das irgendwie in eine brennende Feuerschale, damit es weg ist. Nun, ansonsten sieht es allerdings auch nicht entzündet aus, denke ich. Theo piekst nochmal mit einem Finger dort hinein. Wir werden wohl zum nächsten Vollmond erst Gewissheit haben, hm? Ist das Mal denn nachwachsen, nachdem Sepentilio da... Ja, noch ist es nicht geheilt. Nun, lasst mich das nur schnell zumachen. Und dann möchte ich ihn gerne zubalsamieren. Was denke ich, oder was denkst du, wie viele ASP ich da reinlegen muss für diese Hautlappen-Kopfwunden-offene Stelle? Keine regeltechnische Wunde, oder? 7 ASP würde ich machen. Gut. Wenn ich meinen Zauber jetzt noch hätte. Na, komm schon. Balsam seiner Wunde für 7 ASP. Der gelingt. Und nun, das sollte euch... Wenn wir fertig sind, sagt Serpentine, während er die Hand auflegt und langsam die Hautstelle von außen umkreist und mit jeder Umkreisung wächst es von außen ein Stückchen weiter zu, hinterher aussehen wie neu. Ich fürchte allerdings, das Ohr ist auf diese Weise nicht mehr zu retten. Nicht nachdem ihr zugange wart. Hm? Und wie wird das dann aussehen? Als hätte ich hier ein Ohr gehabt? Nein, der Ohrkanal bleibt selbstverständlich offen. Es sieht ein wenig so aus wie jemand, dem das Ohr abgeschnitten wurde und dem es dann auf natürliche Weise verheilt ist.
unter kundiger Aufsicht. Zumindest hoffe ich das. Gemacht habe ich das auch noch nie. Ich habe aber auch keine Probleme mit der Seite zu hören, selbst als er das ausgebrannt habe. Faszinierend. Dann sollte sich jetzt vielleicht sogar euer Gehirn noch ein wenig verbessern. 5 Minuten dauert das, dann sollte es zuheilen. Ich achte mal drauf, sind hier noch irgendwelche Makel dann auf dem Ohr? Also da, wo das Ohr mal war. Also wenn du es magisch heilst, die Brandnarben bleiben da, ja. Also es wächst zu und... Ich heile vor allem die Hautstelle, die ich rausgeschnitten hatte, wieder nach. Ja. Also wahrscheinlich. Also das Mal, ob du es jetzt direkt als Mal erkennst, ist die andere Sache. Ja, steht da noch auf Utodaminier Gerechtigkeit? Noch nicht. Okay. Nun gut, dies sollte das gewesen sein. Dann werde ich das hier noch fortwerfen. Das war's? Ich denke schon. Wir sollten euch auf jeden Fall zum nächsten Vollmond hin beobachten. Ihr solltet vermutlich die Nacht in meiner Kabine verbringen. Ich werde eine silberne Kette anfertigen und wir hoffen aufs Beste. Und was mit der Lykanthropie ist, jetzt einfach vom Tisch, weil ich habe schon euren Blick gesehen, als ihr das Drachenschlunte, diese komische Pflanze ins Feuer geworfen habt. Ihr schien ganz zufrieden. Nun, es ist ein experimenteller Prozess. Wie gesagt, Heilkunde ist nicht ganz meine. Sagen wir einfach, ich hatte mir andere Erkenntnisse erhofft. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich schlage vor, dass wir in den nächsten Tagen noch einige Nachuntersuchungen vornehmen werden und dass ihr die nächste Vollmondnacht unter Aufsicht verbringt. Selbstverständlich werde ich das übernehmen, damit wir das Diff nicht in Unruhe versetzen müssen. Gut, dann danke euch. Ich hätte wirklich schon Bammel, als mir die Bäume gekommen sind. Gerne doch. Schon wirklich, es läuft darauf hinaus, dass Seraphim mich erschlagen muss. Ich bin mir sicher, selbst wenn sich ein Fluch manifestieren sollte, finden wir eine Lösung. Und das nächste Mal kommt erst zu mir, bevor ihr voreilige Entscheidungen trefft. Doch alles gut gegangen. Nein. Minus euer Ohr. Versteht sich. Ja, man das fest sich ein. Steht der Spiegel von Kanensintiana noch oder war er noch nicht? Nee, der Spiegel ist noch im Keller, aber hier steht bestimmt irgendein Spiegel rum. Auf dem Serpentino seine Lines zieht. So. Die Regenbogenstab-Lines. Diamantus schaut sich um und greift dann kurz im Finden an den Spiegel, um sich selbst einmal zu betrachten. Kopf nach links und rechts. Der Blick bleibt natürlich auf diesen Stummel oder dieses Gehörloch, was sich da eben noch abgebildet hat, liegen. Maske war eine gute Idee. Und das mit den Brandnarben, das bleibt auch, wenn es magisch geheilt wurde? Eigentlich nicht. Deswegen vielleicht noch einige Nachkontrollen. Lasst euch auch Venetia nochmal. Nun, ihr müsst es wohl nicht verbinden lassen, aber sie hat bestimmt irgendeine Tinktur oder so, die verhindert, dass es sich entzündet. Hinfort mit euch. Warte, sind das eigentlich die Tränke, die ihr für mich machen solltet? Sind sie in der Tat. Wollt ihr sie direkt mitnehmen? Ein zumindest. Ich weiß ja nie, wann man in eine Situation kommt, wie man, wo man die gebrauchen kann. Nun gut. Kann das ja haben, einen, alle, wie auch immer. Ja, Diamantus lässt sich noch nicht auf die Schnelle rausscheuchen, denn er nimmt noch einmal den Spiegel und setzt sich jetzt erstmalig die Maske auf. Schauen, sein Gesicht der neuen Maske gefällt. Ach, scheint sich keine Miene zu regen, nur ein kleines zu sich selbst gerichtetes Nicken. Spiegel wird wieder abgestellt und dann ohne weitere Worte das Alchemie-Mistenlabor verlassen. Nach oben treten, um Boltax zu finden, denn wir wollten uns mit der neuen Geschützmeisterin unterhalten. Genau. Ja, Boltax.
Ja, natürlich. Was gibt es? Oder was? Oder ist das soweit? Wir können jetzt gehen, wenn du möchtest. Ich hab nicht viel vor. Ich habe sie bei meinen nicht gesehen, als ich durch die Kneipen gegangen bin, aber scheint sich wohl öfter an Söldner und Säbel aufzuhalten, wenn wir unter der ganzen Söldnermasse. Fangen wir doch dort an. Na, alles klar. Nun soll ich mich im Hintergrund halten, dass sie mich vielleicht nicht direkt sieht, während du mit ihr sprichst, sodass ich dann den Zauber wirken kann. Ja, sie weiß ja, dass du Teil des Schiffs bist und jemand wie ich, der immer wieder hier vom Schiff auf und ab geht und auch hinter der hohen Reling kann man dich erkennen. Ich glaube, du wirst mehr auffallen, wenn du dich im Hintergrund hältst, als wenn du da neben mir stehst. Na gut, dann werde ich einfach ein paar Fragen über ihre Affinität zum Feuer stellen, weil ich ja Geode bin. Ja, das würde mein Dasein begründen. Du könntest auch einfach fragen zum aus was für ein Metall das gegossen ist oder so. Schließlich bist du ja auch ein Zwerg, das wird sie, glaube ich, mehr glauben. Ja gut, okay, das ist richtig. Aber ich habe doch keine Ahnung, also von Herstellungsverfahren und so weiß ich jetzt nicht so viel, muss ich ja ehrlicherweise sagen. Ja, sie vielleicht ja auch nicht. Ah, nun gut. Merkt ihr einfach, eine Rotze wird gegossen. Ich glaube, mehr ist auch nicht relevant. Alles klar, dann werde ich das mal fragen. Ja. Ja, dann gibt es mal wieder eine Gassenwissenprobe. Weil das bisher so gut funktioniert hat. Ja. Aber diesmal. Naja, wer weiß, der weiß. Wer nicht weiß, der weiß nicht. Aber das weißt du ja am besten. Dann könnt ihr sie zumindest auftreiben. Und zwar höchstwahrscheinlich wie immer im Sold und Säbel. So schwer war das dieses Mal nicht. Mehr Informationen bekommt ihr dann natürlich zu ihr nicht. Aber ja, ihr könnt sie da auf alle Fälle antreffen. Und das geschulte Auge von Diamantis kann sogar noch weitere Geschützmannschaften erblicken, die sich dort wohl auch mit den Pionieren unterhalten. Irgendwelche Fachgespräche, dadurch fallen sie eben auf. Sie sehen tulamidisch mittelreichisch aus, also gebräunt. Nicht ganz maraskanisch, aber sie wirken auf alle Fälle auf dich so, als könnte man sich danach mit denen unterhalten. Und könnt ihr euch dann zu ihr an den Tisch setzen. Sie selbst sitzt alleine dort, wahrscheinlich irgendwie in den Schatten, hat sich noch eine Kapuze übers Gesicht gezogen und rückt dann immer tiefer in die Schatten, wenn ihr sie dann erblickt und euch dann an den Tisch von ihr setzt. Jemand zieht seinen Stuhl zurück, setzt sich hin, blickt dir einmal zu. Du scheinst ja hier nicht viele Freunde zu haben, wenn du so ganz völlig alleine hier sitzt. Sagen wir so, ich bin gefragt. Interessante Ausdrucksweise. Hast du mit... Lass meinen Blick durch den Raum gleiten. Hast du hier mit irgendwem ein Problem? Warum sollte ich denn ein Problem mit ihnen dann haben? Das weiß ich nicht, aber die Kapuze, die du über scheinst wohl darauf bedacht zu sein, dass sich hier niemand erkennt. Als ich die gesehen habe, die sehen aus, als könnten die mit Rotzen umgehen. Vielleicht könnten wir sie auch auf unserem Schiff gebrauchen. Wäre das ein Problem? Ich glaube, ihr wollt keine Dämonenbündler anheuern. Sie? Das liegt nicht in unserer Absicht. Dann sollten wir herausfinden, dass irgendwer aus unserer Mannschaft mit Dämonen bündelt, dann fliegt er über die Regeln hin oder wird verbrannt oder was auch immer sich die Gewalten dazu ausdenken. Solange ich anzünden darf? Ja, darüber sprechen wir vielleicht noch. Wo kommt denn eure Begeisterung für das Feuer her? Nun, ich habe bereits als Kind meine Zeit viel auf Schiffen verbracht. Mein Vater und mein Vaters Vater vor mir waren Geschützmeister. Ja, und weiter? Wenn es stinkt und laute Geräusche macht, wenn am Ende des Tages Menschen auf dem anderen Schiff schreien, das ist schon beeindruckend. Ah, gerade in den alanfanischen Galeeren.
Nun, ich kann die gewisse Faszination da durchaus nachvollziehen. Ich habe seinerzeit vielleicht eine Stadt angezündet, weswegen man mich auch Brandbringer nennt. Sie scheint sich ein bisschen zu verbeugen, so sehr das an diesem Tisch eben auch geht. Und sieht beeindruckt aus. Ja, jetzt nichts Großartiges, aber es ist durchaus eine gewisse Faszination, die von diesem Element ausgeht. Das ist es auf alle Fälle. Ihr solltet einmal sehen, wie eine Feuerlanze eines alanfanischen Schiffes ausgestoßen wird und die horasischen Segel verbrennen. Oh, das klingt sehr interessant. Ist das so, Diamantes? Wie lange hast du in der Armada gedient? Deiner Familie aus dieser stammt, dann ist das doch stattlich. Und ich habe Respekt davor. Nun, ich bereits sagte, ich habe als Kind auf den Schiffen gedient, also nicht ganz 30 Jahre. Gut, dann sprechen wir hier nicht um den heißen Brei herum. Wir sind wegen den Rotzen hier. Kapitana hat einige Bedenken geäußert. Zaubere mal den Blick in die Gedanken. Ich würde mir dafür Zeit lassen, weil das Gespräch ja gerade erst Fahrt aufnimmt und dahin führt. Ich würde es gerne nicht erzwingen, weil, ne? Ich möchte ja nicht, dass sie davon was mitbekommt, dass ich hier in den Kopf blicke. Boah. MR ist 6. Alles klar. Also mit einer 3er Erleichterung. Der Blick in die Gedanken. Ja, das sieht gut aus. Uns ist natürlich klar, dass die Rotzen wohl von jemandem stammen, der sie vermissen muss. Aber von wem genau wolltest du uns ja noch nicht sagen? Wo genau hast du hier einen sicheren Lagerplatz für den und wen genau pissen wir ans Bein, wenn wir mit denen anfangen, auf andere Schiffe zu schießen? Nun, vor allem diejenigen, auf die ihr schießt. Das war nicht meine Frage und das weißt du. Weichst aus. Wir wollen dich gerne als Geschützmeisterin haben und an den Rotzen sind wir auch sehr interessiert. Nur wir müssen auch wissen, wenn wir uns zum Feind machen. Denn wenn wir ein Schiff am Horizont sehen und nicht wissen, dass wir jetzt die Kanonen ausfahren müssen, um auf ihn zu schießen, weil wir eine paar Dutzende ihrer Rotzen auf unserem Schiff haben und die davon Wind bekommen haben, dann sind wir im Nachteil. Sagen wir so, die Schiffe zu diesen Rotzen sind bereits untergegangen. Und dennoch haben die Schiffe wohl jemanden, der sie kommandiert hat. Also wer war es? War es Hafax? Caligan? Oder doch nicht die Armada selbst? Ist das Plündergut? Könnte man so sagen. Wie gesagt, sie werden nicht vermisst werden. Die Schiffe zu ihnen sind bereits untergegangen. Und sie sind von jeden Listen verschwunden. Gut. Also wir sind bereit, den Vertrag aufzusetzen. Unter Voraussetzung, dass wir die Rotzen im Vorhinein sehen können. Haben wir einen Deal? Ich kann euch eine Rotze bringen. Eine Rotze? Eine Rotze, exemplarisch für alle. Solltet ihr feststellen, dass die Qualität unterschiedlich ist, dann wird unser Deal so nicht stattfinden, dann könnt ihr zurücktreten. Es geht nicht um die Qualität. Ich will wissen, wo sie gegossen wurden. Und da kannst du natürlich exemplarisch eine herausnehmen, die, was weiß ich, aus Oron oder sonst woher stammt, mit jemandem, dem wir sowieso schon ein Problem haben. Und der Rest kommt dann vielleicht sogar von den Galeeren der Heimat selbst. Und mit denen wollen wir es uns bestimmt nicht verscherzen. Sie stammen aus Elburum. Aus Elburum? Aber warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Weißt du, wir hätten uns so viel sparen können. Wie ich bereits sagte, die Rotzen werden nicht vermisst werden, ne? Gut, bring uns eine Rotze exemplarisch. Ich denke, bei einer ist es auch nicht relevant, ob wir das in der Nacht machen, oder?
Dann können wir das ja auch tagsüber machen, und wenn die Rotze stimmt, wenn das Geschütz stimmt, dann können wir diese Nacht schon alles einfädeln, dass die Rotzen sicher aufs Schiff geladen werden. Ja, das klingt vernünftig. Davor haben wir nur noch eine Sache zu klären, und ich schaue zu Boltax. Hast du irgendwas zu sagen? Was habe ich denn in Ihrem Geist gesehen? Ein Lagerhaus mit Rotzen hochgestapelt von bester Qualität. Mhm. Okay. Ich habe ja, also ich bin ja damit eingestiegen, also beziehungsweise Diamantis ist mit der Frage eingestiegen, woher die Rotzen sind und von welchen Schiffen. Sie hat ja gesagt, von Schiffen, die schon lange gesunken sind. Da wird sie vermutlich an die Schiffe gedacht haben. Birem. Ich habe geruderte Birem mit einem Segel-Etikette. Heraldikprobe bitte von dir. Alles klar. Ich habe auch explizit nach Palligan, Hafax, Armada und Oran gefragt. Vielleicht hat sie da ja sich bei einem der Gedanken verraten. Okay, ich habe keine Heraldikprobe, kann ich also nichts dazu sagen. Ich würde es erkennen, wenn es die Schiffe von Hafax wären, aber ich glaube ansonsten nicht. Ja, also du siehst irgendwie eine blutige Rose oder sowas drauf. Und bei der Erwähnung von Palligan oder so etwas konntest du noch sowas wie ein feines Zucken in ihrem Geist erkennen, was eher sowas wie Ablehnung ist. Also sie hat da nicht gelogen, sondern nach dem Motto, wie kann er es wagen zu fragen? Mhm, okay. Alles aber klar. Die Frage war auch nach Hafax, und sie scheint, die Rotzen stammen nicht von Hafax, aber der Grund, warum sie diese Rotzen nun hat, ist Hafax. Mhm. Okay, gut. Alles klar. Nun, ich würde Diamantis zunicken. Nun, ich denke, soweit gibt es nur ein, zwei kleinere Sachen, aber die können wir dann später noch besprechen. Also gut, dann komme ich in der Rabensstunde zu euch und überbringe euch die erste von vielen Rotzen. Solltet ihr zusagen, dann werden viele weitere in derselben Nacht folgen, ne? Wir erwarten deine Ankunft. Dann tut dies. Jemand, das klopft noch zweimal auf den Tisch, bevor er sich erhebt. Ja, sie zieht sich ihre Kapuze wieder tief ins Gesicht. Und wirft dann einen Blick über die Geschützmannschaften. Und zwar möchte ich jemanden herauskristallisieren, der das Ganze wohl anführt. Kriegskunst oder? Ja, Seefahrtsprobe eher, aber ich glaube, den wirst du auch erkennen. Zwei Weibel, die du erkennen kannst, die besonders laut geschreien und grölen. Ihre mittelreichischen Werte haben sie schon wohl vor langer Zeit abgelegt, meinst du? Und ihre Uniformen wirken etwas abenteuerlicher auf dich, also selbst genäht, aber sie wissen schon, wie militärischer Standard aussieht. Ah, setzt euch. Ich bin Mr. Pluck. Mr. Pluck, ich bin Diamantis und das ist mein Freund Boltag. Das ist Weibelkog. Es freut mich sehr, euch kennenzulernen. Wir haben bereits von den Maulwürfen gehört, dass ihr anheuern lasst. So ist es. Wir haben schon seit, eigentlich schon seit immer, nicht mal ansatzweise genug Geschützmannschaften, um unsere bereits vorhandenen Geschütze zu bedienen. Und wir sind noch interessiert dran, einige mehr ranzuholen. Dementsprechend nehmen wir jeden guten Mann, der weiß, sich hinter ein Geschütz zu stellen. Der im Eis durch die Adern fließt, der sich nicht anscheißt, wenn ein Oronisches oder ein Schiff von Hafax auf uns zufährt oder gar die Plagenbringer selbst. Seid ihr solche Männer? Nun, wir haben unter der Maraskan Teilflotte gedient. Sagt euch das etwas? Sagt mir das etwas? Ist das... Geschichtswissen. Geschichtswissen. Ehemals unter Parinur von Hablet. Ich würde es dir auch schweren. Ja, ich glaube... Zwei Punkte.